Herzlich willkommen. Ich werde euch heute erklären, wie kann man mal rechnen oder multiplizieren über das sogenannte Verdopplungs-Halbierungsverfahren. Wir gucken uns das direkt an einem Rechenbeispiel an und wir fangen mit einer sehr einfachen Aufgabe an. Wir gucken uns jetzt erstmal nur an 5 mal 12, wie man damit rechnen würde. Was wir jetzt primär machen, wir packen die beiden in eine Rechentabelle, weil wir sagen, das ist x und das ist y. Malen wir jetzt hier unsere schöne lieblose Tabelle auch hin. Dann tragen wir hier ein x, y und hier ein e. E steht später für das Endergebnis. Bis jetzt haben wir hier eine 5 stehen und eine 12 stehen und hier steht erstmal eine 0. Also das ist der generelle Anfang, den wir machen. Was wir jetzt brauchen, sind Regeln. Und wichtig ist, die Anwendung dieser Regeln bezieht sich immer nur auf das x. Also im Endeffekt, der Wert hier gibt vor, welche Regel als nächstes anzuwenden ist. Also wenn x gerade ist oder wenn x ungerade ist oder wenn x gleich 0 sind, das sind die drei Werte, die wir uns dann vor Augen führen müssen. Gut, wir gucken jetzt mal, der aktuelle x-Wert ist 5. 5 ist eine ungerade Zahl. Also müssen wir jetzt x minus 1 rechnen, also 1 abziehen, 4. Y bleibt, also übernehmen wir das. Und jetzt muss ich bei e y drauf rechnen. Dann haben wir 0 plus 12 sind 12. Ich schreibe mal hier auch dazu, dass wir den über 0 bis 12 bekommen haben. Jetzt machen wir wieder mit der 4 weiter. 4 ist ja der x-Wert. 4 ist jetzt aber eine gerade Zahl. Dann gilt jetzt diese Regel. Also müssen wir das x halbieren und das y verdoppeln. Deswegen heißt es übrigens auch Verdopplungs-Halbierungsverfahren, weil wir in einem Zwischenschritt oder Iterationsschritt wird das auch genannt, jeweils halbieren und verdoppeln. Gut, wenn aber das gerade ist, das e bleibt, also es wird einfach nur übernommen. Also steht hier jetzt die 12. Dann können wir wieder weitermachen mit vorne. X ist aber wieder gerade, also muss ich x wieder halbieren. Und wenn wir das halbieren, muss ich das ja verdoppeln, weil Verdoppelungsblob-Verfahren. Dann haben wir hier 48. Das wird übernommen. Jetzt haben wir vorne die 1, aber Achtung, die 1 ist ungerade, also müssen wir bei x minus 1 abziehen. Dann haben wir jetzt hier die 0. Dann y bleibt. Und hinten beim Endergebnis müssen wir jetzt rechnen, das plus das. Also 12 plus 48 sind 60. Ich schreibe das mal hier noch als kleinen Pfeil dazu. Diese Anmerkung mit dem Pfeil, die ich jedes Mal dazu male, die müsst ihr nicht machen. Ich mache jetzt nur zur Erklärung, wie dieser Wert zustande kommt. Schlussendlich haben wir hier drüben x gleich 0. Und wenn x gleich 0 ist, bedeutet das für uns nichts anderes, als dass wir fertig sind. Das soll ein hässlicher zwinkernder Smiley sein. Nur dass wir wissen, hier auf der linken Seite 0 bei x bedeutet Stopp, wir sind fertig und bei e steht dann auch das Endergebnis. Hier noch ein allgemeiner Tipp zum Zeitsparen. Beim Multiplizieren ist es ja so, wir könnten ja 5 mal 12 oder 12 mal 5 rechnen. Es hat ja eh das gleiche Endergebnis. Aber wenn wir eh dieses Verfahren hier durchexerzieren müssen und wir wollen in der Klausur vielleicht Zeit sparen, wäre es tendenziell schlauer, für x immer die kleinere Zahl zu nehmen. Also wenn euer Dozent euch nicht verbietet, die Sachen umzutauschen und da steht 12 mal 5, würde ich ja statt 12 mal 5 lieber 5 mal 12 rechnen, weil wenn ihr die kleinere Zahl für x nehmt, habt ihr tendenziell weniger Rechenschritte, bis das Ganze hier aufhört. Zum besseren Verständnis gönnen wir uns gleich noch ein zweites Beispiel. Diesmal wollen wir 21 mal 12 rechnen. Weil ich ein Fuchs bin, mache ich die kürzere Zahl natürlich nach vorne. Also 12 mal 21. Dann kann ich mir jetzt auch direkt hier mein Tabellchen malen. Das ist dann jeweils x, y, Endergebnis. Bei e wieder die 0 eintragen. Hier die 21, da die 12. Wir beginnen mit x. X ist gerade, also muss ich das halbieren. Das hier verdoppeln, 42.
Das hier wird übernommen. Dann wieder gerade, also halbieren, verdoppeln, 84. E übernehmen, alles easy. Und jetzt Achtung, 3 ist ungerade, also muss ich jetzt hier minus 1 rechnen. Das wird übernommen. Aber wichtig, jetzt müssen wir hier 0 plus 84 rechnen. Das ist 84. Deuten wir es nochmal an. Dann haben wir jetzt die 2. Die 2 ist gerade, also halbieren. Dann müssen wir das hier verdoppeln. Das sind 168. Das hier wird dann übernommen. Und jetzt haben wir wieder einen ungeraden Wert. Und bei ungerade müssen wir wieder plus rechnen. Dann haben wir hier 252, wenn wir die beiden zusammenrechnen. Der Wert wird übernommen. Und das hier sind dann nochmal zur Erinnerung die oberen beiden, also 168 plus 84. Wie immer an der Stelle hoffe ich, dass das Video für dich hilfreich war und du was lernen konntest. Das habe ich gerne gemacht. Wenn du vielleicht jemanden kennst, der gerade am gleichen Problem hockt wie du auch und dem das hilfreich sein könnte, kannst du das Video auch wirklich gerne teilen. Wenn du Lust hast, noch ein bisschen mehr zu lernen, habe ich dir hier oben noch ein weiteres Video verlinkt, wo du gucken kannst. Oder wenn du das toll findest, was du machst und Lust auf weitere Videos hast, die dich in deinem Studium unterstützen können, kannst du die Katze auch gerne abonnieren. Und wie immer, bleib am Ball, glaub an dich, du kannst das alles.